Yo Leute, was geht? In diesem Video will ich euch erzählen, wie man abnimmt und danach mein Training abfilmen. Tipp Nummer 1, viel Wasser trinken. Man sollte am Tag 1 bis 2 Liter Wasser trinken, denn Wasser füllt den Magen und erregt die Verdauung, das heißt, man nimmt schneller ab. Tipp Nummer 2, man sollte pro Woche mindestens 3-mal trainieren. Man könnte laufen oder ins Fitnessstudio gehen. Oder auch zu Hause intensives Workout machen wie Calisthenics. Tipp Nummer 3. Man sollte morgens möglichst viele Kohlenhydrate essen, damit man am Tag viel Energie hat. Und mittags sollte man Kohlenhydrate und Eiweiß essen. Nicht zu viel Kohlenhydrate, aber dafür mehr Eiweiß. Und abends sollte man keine Kohlenhydrate essen, denn der Körper weiß ja nicht, wohin mit den ganzen Kohlenhydraten. Und wandelt die ganzen Kohlenhydrate in Fette um. Tipp Nummer 4 ist, ihr könnt euch einen Tag aussuchen, also einen Nachtag in der Woche, wo ihr so viel essen könnt, wie ihr auch wollt. Jetzt kommen wir zu meinem fünften Tipp, also dem letzten Tipp. Ihr braucht keine Diät zu machen. Ihr könnt einfach in Kaloriendefizit gehen, das heißt, so viele Kalorien essen, also weniger Kalorien essen, als ihr normal essen dürft. Ihr könnt im Internet recherchieren, wie viele Kalorien ihr essen dürft. Jo Leute, jetzt geht's ab zum Training. Let's go! Yo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte ein Like und schreibt eure Fragen, die ihr mir noch stellen wollt, unter die Kommentare.